Ja, und damit willkommen zurück zum Spiel Grauen aus der Tiefe. Jetzt geht's wieder weiter. Ich war letztes Mal hier stehen geblieben. Auch jetzt eine Stange. Wo immer die ist. Und Gewürze brauche ich auch. Die brauche ich nämlich für den Rum. Dann komme ich nämlich auch im Schiff weiter. Also gerade stehe ich ein bisschen still. Weiß leider nicht genau, wie es weitergehen soll. Aber vielleicht komme ich noch schnell rauf. So. Die Köder waren ja letztes Mal dran. Da brauche ich ja noch ein Gefäß. Moment mal. Hier kann ich auch nichts. Da muss ich erstmal ein bisschen Licht reinbringen, bis dass ich überhaupt mal was sehen kann da. Hier ist auch alles, ne, kann ich hier oben. Die Festung wirkt riesig, aber dennoch verfahren. Die Piraten müssen sie über Jahre hinweg ausgebaut haben. Völlig umsonst. Naja. Ich weiß nicht, ob das umsonst war. Schließlich haben die ja dann jahrelang hier drin gewebt, ne? Ah, dann gehen wir doch mal ans Schiff. Vielleicht hat sich hier was getan. Bringen wir mal die Limette weg. Aber wenigstens einen kleinen Erfolg. So, ab da rein da. Jetzt brauche ich nur Gewürze. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier die Gewürze drin sind, ne? Weil der sagt so, was ist das für ein Geruch? Wow, das Fleisch und Gemüse. Und hier ist wirklich nichts mehr. Oh, ich weiß, wo wir weitermachen können. Ich habe doch diese Platte bekommen. So, Mannschaftspapier raus. Und da hinten war ja dieses Zeug hier. Und der hat ja ein rundes Teil. Wir den hier. Ne, man braucht was anderes, also wofür brauche ich denn eine Platte? Ja, dann bin ich gerade noch ein bisschen am Rätseln. Damit geht das ja auch nicht, ne? Was ist denn hier? Wo kriege ich eine Stange her? Wo finden wir das? Wir können ja den Dreizack nehmen, wenn der lose wäre. Leave me alone. I'm trying to rest in peace. Kein Problem. Das werde ich auch machen. Kannst in Frieden ruhen. In Frieden ruhen, meine ich. Nichts anderes. So, was haben wir denn hier? Oh, hau das hier mal weg. Aber... So, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal versucht. Aber es ging einfach nicht. Ich habe wahrscheinlich wieder irgendetwas, eine Kleinigkeit übersehen. Die mich jetzt ein bisschen hindert, hier weiterzumachen. Ey, wieso kann ich auf einmal hier was machen? Und da war ich doch eben schon und das finde ich komisch. Auf einmal kann ich hier was machen. Was vorher ja nicht da war, ne? Also ich dachte, ich wäre hier fertig. Da muss ich nur Minispiel ja nochmal machen, nur jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Na super. Das ist natürlich schön. So, Liebesbrief haben wir hier. Ich brauche etwas zum Öffnen. Dann nehmen wir den hier doch. Zack, weg. Komm, Liebesbrief. Elfenbein, krass. Damals war.
damals war alles möglich. Ne, das ist aber nur ein Horn, kein Elfenbein. Elfenbein ist hier noch was anderes. Das ist nämlich das hier. Gewürze! Naja, die suche ich die ganze Zeit schon. Das wird wahrscheinlich die Stadt hier sein, ne? Ne. Ein Hut! Machen wir erstmal zu. So, der Rest muss ich mir irgendwie zusammenbasteln. Der ist jetzt so direkt nicht verfügbar. Doch, hier ist er verfügbar. Ach, krass, wenn man hier zumacht. Guck, dann weiß ich beispielsweise, die beiden Sachen liegen hier hinter. Hier auf der Seite und der Rest da. Also hier liegen Gewürze. Und ein Schloss. Ja, und der Rest muss dann hier liegen. Hier dem. Ja, wirklich, ich hab doch da eben drauf geklickt. Reagenz. Und eine Flasche. Und jetzt krieg ich wahrscheinlich Gewürze. Ja. Also das ist echt ein bisschen blöd gemacht, muss ich ja sagen. Weil da... Ich hab's ja lieber, wenn da was Neues kommt, ne? So, dann tun wir das da rein und kriegen dann noch das Wasser kocht. Nun muss ich es alles mischen. Ja, dann rühren wir rum. Boah, die Junge, wie das aussieht. Ja. Done. A bottle of grog coming right up. Ich schmeiß den Fisch da noch rein und dann gibt's das den. Der freut sich. I'm thirsty. Ja, kriegst du schon was. Danke für die Chemikalie. Dieses Schiff ist kein Opfer, eine Dame. Aber dieser Dialog hat er nicht drauf, ne? Ich glaube, war das früher nicht so, dass es Unglück gebracht hatte, wenn eine Dame an Bord ist? So, dann holen wir mal die Chemikalie, das weiß ich. Nein? Moment, hier war noch dieser Hinweis. Du müsstest schon ein Alchemist sein, um diese, um meine Eisenkette zu schmelzen. Oh Mann, ja. Hier war doch erst dieser Tisch, ne? Ja, und jetzt fehlt mir nur noch eine Piole. Fiole. Das ist es nicht, ne? Was ist eine Piole? Wahrscheinlich ist jetzt wieder irgendwo wieder so ein Tisch frei, wo ich das Ding dann kriege. Deswegen gehe ich nochmal in alle Räume. Ne, bei dem Zwerg nicht. Ich werde nochmal alles durchgehen. Nö, hier haben wir nichts. Hier haben wir nicht. Dann raus aus. Ah, und jetzt ist hier was frei und da kriege ich wahrscheinlich die Piole. Ein Echolot, warum hat er gerade geblinkt hier? Was ist denn das? Ach, guck mal. Hier wird das einen noch einfacher gemacht. Wenn ich jetzt hier drauf gehe. Und zeigt er mir den Gegenstand an, wie der ungefähr aussieht. Ey, das ist zu einfach, Mann. Das ist wirklich viel zu einfach. Man wird auch ein bisschen rätseln können. Ein paar Flossen. Also das hätte echt nicht sein müssen. So, eine Seemine. Was, dass es die damals schon gab. Aber so genau kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Eine Flasche Zeitung. Das ist eine Flasche Uchi. So, ein Schaber, Zeitung. Ey, vielleicht kriege ich auch den Schaber, um hinten diesen Ski übrigens, um hinten dieses Relief aufzukratzen.
Ja, dann Schaber Zeitung ruht. Piraten auf ein paar Flossen. Hut Zeitung Schaber. Wo haben wir denn den Hut? Das ist eine Zeitung. So, der Apfel ist vollständig. Und schon habe ich auch den Blick frei auf den Hut. Und mir fehlt nur noch der Schaber. Der ist auch hier liegt. Und das zweite Paar Flossen. Beziehungsweise der zweite Schuh. Die zweite Flosse. Ein Paar. Hat ja immer zwei. Da muss ich hier irgendwo dran machen. Ist doch ja nichts. Hier liegt nur eine Harpune. So, das ist jetzt wirklich mal spannender, denn ich sehe es jetzt nicht auf den Anhieb. Ein paar Flossen. Ich krieg nur einen. Hier ist auf jeden Fall so ein Schnorchel. Ah, hier unten, guck mal. Der hat auch hier schon mal geleuchtet, da war ich so ein bisschen verwundert. Warum der da leuchtet, aber ich hatte es erst jetzt gesehen. So, da können wir jetzt mal kratzen. Und wir haben das nächste Rätsel. Ein Teil fehlt, ja, ich habe doch. Das Relief ist durcheinander. Immer zwei Teile müssen getauscht werden. Ist das so eine Art Memory oder wie? Ach so, aber ich kann nicht das und das. Doch, und das und das. Da würde ich sagen, tauschen wir erstmal die Ecken. Also das ist, scheint auf den ersten Blick jetzt auch nicht so schwer zu sein. Das ist eher so eine Art Puzzle. Weil ich kann mich ja jetzt total an die, an den Rand orientieren erstmal, ne? Werde ich auch mal machen. Das ist wie beim Puzzle. Erstmal die Ränder machen. Ecken rendern. Weil die sind ja relativ einfach zu erkennen. Ja, und der Rand steht schon mal. Jetzt muss ich nur noch hier das in der Mitte machen. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Bis auf den hier. Den tauschen wir mal so. Da wird auch langsam ein Schuh draus. Der hier sieht aber auch nicht, obwohl hier so würde er ja passen, aber irgendwie passt er so nicht, ne? Nee, das geht aber so nicht. Jetzt orientiere ich mich hier unten dran. Was sieht hier am besten aus und vor... Ey, nein! Das kommt da eher hin, ne? Ich dachte gerade, ich hätte es geschafft, aber das war einfach nur ein Blick wegen den Hinweis. Nö, also einen Hinweis brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ne? Also ich habe jetzt ehrlich gesagt Lust, das selber herauszufinden. Leute standen da und das stand hier. Ich glaube so diese Ecke hier.
Könnte richtig sein. Könnte, sag ich jetzt mal. Nee, nee, hier führt doch noch eine ganze Seite, oder? Kann ja auch sein, Moment mal, ich muss mich hier oben orientieren, hier an die Streifen dran. Hier fehlt ja so eine kleine Ecke. Vielleicht ist das der Hut? Das ist auch der Hut. Oder kann man die Nummer drehen? Und der muss definitiv hier, wegen dem Turm, ne? Alles andere wird ja keinen Sinn machen. So, und dann habe ich hier eine Ecke. Die wird auch nicht passen, aber die würde eventuell so passen. Mich wundert es ein bisschen, weil hier dieser Arm, naja, der irritiert mich ein bisschen. Dann haben wir hier irgendetwas. Aber das Einzige, was ich hier noch sinnvoll tauschen könnte, wäre der hier. Und das würde überhaupt nicht passen. Weil der hier muss ja hier passen. Also könnten wir nur noch die tauschen. Weil die Rosen müssen auf jeden Fall zusammenbleiben. Obwohl, so wird es passen, ne? Oder? Würde das so ineinander übergehen? Nee, dann müsste ich ja die hier wieder tauschen. Aber ich könnte die auch so tauschen. Da muss ich sagen, das macht gerade echt Bock. Was nur mal ein bisschen spannenderer ist. Das hier kommt mir auch komisch vor hier. Ja, ist wohl doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe, ne? Aber ich bleib dran, ich bleib dran. Aha, schau an, schau an. Also die Leute hier müssen auf jeden Fall zusammenbleiben. Der hier muss auch zusammenbleiben, aber es kann sein, vielleicht muss ich die nach da hinten setzen. Ah, das wird die Lösung sein. Der hier muss ich tauschen. Der passt hier gar nicht hin. Der würde mit was zusammenpassen? Eventuell mit dem hier. Vielleicht war das da sogar richtig, nur ab der hier war falsch. Jetzt langsam wird es was, ne? Also ich muss sagen, das ist gerade richtig cool. Perfekt. Und ich krieg dieses Teil hier, damit kann ich hinten diese Tür öffnen. Aber das beim nächsten Mal. Also ich muss sagen, dieses Rätsel war mal eins. Das hat echt Bock gemacht. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.